Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation, und zwar DLC. Jawohl. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, wo wir mit dem guten alten Parker gespielt haben. Und da bin ich auf die Theorie gestoßen, dass wenn wir zum Beispiel einen Ripley oder den Captain, wie heißt eigentlich nochmal der Captain, wenn wir die spielen, dass wir da andere Möglichkeiten haben. Beziehungsweise, dass das Ganze ein bisschen anders aussieht. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann haben wir halt immer noch einen weiteren Punkt. Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, Leute. Ja, ich glaube, das ist doch irgendwie fast genau dasselbe. Jetzt, bevor ich jetzt wieder hier groß rumlaufe und Ausrüstung einsammle, ich glaube, das ist doch genau dasselbe. Wartet mal. Ich glaube, wir spielen einfach nur unterschiedliche Charaktere, das ist alles. Oh, jetzt bin ich gerade falsch am Laufen. Ich will mal gucken, ob das jetzt wirklich genau gleich aussieht. Sonst haben wir immer noch, wie gesagt, einen weiteren Part, den wir spielen können, beziehungsweise eine weitere Option. Halt, warte. Ah, wir hätten erst den Flammenwerfer einsammeln müssen. Nochmal zurück. So. So, jetzt den Flammenwerfer nehmen. Sehr schön. Und jetzt probieren wir doch nochmal halt... Nee, nicht dahin. Ah, es ist genau dasselbe. Schade. Nee, es ist genau dasselbe. Egal, welchen wir spielen. Das macht anscheinend nur einen Unterschied aus, einfach je nachdem, welchen Charakter wir spielen. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Ich probiere es jetzt trotzdem nur. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Okay. Zeig mal her. Ah, nee, es ist genau dasselbe Prinzip. Schade, 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 schade. Ja gut, dann probiere ich jetzt nochmal das andere, was wir zur Auswahl haben. Und zwar das, was war das gewesen? Der letzte Überlebende? Nee, das ist ja das, was wir jetzt gerade spielen. Was war denn das nochmal gewesen? Hier. Doch, tatsächlich, letzte Überlebende. Das wäre dann das hier. Das ist auch nochmal ein DLC. Probieren wir das aus. Schauen wir mal, was uns da erwartet, ne? Okay. So, bin ich gespannt. Ist schade, das heißt, das Spiel ist jetzt bald wirklich komplett fertig. Okay. Wir werden das Schiff in die Luft jagen. Wir versuchen unser Glück mit dem Shuttle. Gut. Wir werden Kühlmittel für das Belüftungssystem benötigen. Parker! Ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wir sind dabei. Konzentration unter die Arme greifen. Boah, sieht wieder richtig geil aus. Guckt euch das an. Kriegt mir gerade Gänsehaut irgendwie. Okay. Es geht anscheinend weiter hier. Das finde ich cool. Helfen Sie Lambert und Parker beim Sammeln von Kühlzylindern. Na, machen wir doch. Flammenwerfer habe ich auch noch ein bisschen Munition. Was haben wir hier? Eine Leuchtfackel? Raumanzug. Okay, erstmal ein bisschen umgucken. Okay. Was zum Teufel treiben Sie? Kommen Sie hier runter! Ja, ja, chill. Mein Gott. So, jetzt hier lang. Oh mein Gott! Auf den Weg! Auf den Weg! Scheiße. Lambert? Die sind tot. Das heißt, wir sind die letzten Überlebenden jetzt hier. Habe ich so das Gefühl. Ah. Okay. Also das spielt so ein bisschen die Story jetzt nochmal nach von Alien. Zeig mal her. Ah, wir befinden uns jetzt wieder hier. Nee, das ist ein anderer Bereich. Helfen Sie Lambert und Parker beim Sammeln von Kühlzylinder. Okay. Oh, wir können uns verstecken, das ist gar keine gute... Noch sehe ich nichts. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal drauf los. Das ist der kürzeste Weg.
Guck mal, da haben wir eine Kiste. Vielleicht finde ich da Öl für meinen Flammenwerfer. Nee. Es sieht einfach richtig geil aus, finde ich. Lambert! Parker! Die Tür ist verschlossen. Oh Gott. Oh nein. Nein. Da haben wir eine Schlüsselkarte. Das war... Oh nein. Oh oh. Es ist hier. Okay, Flammenwerferöl. Kann man sich irgendwo verstecken? Gut, okay, es ist hier unten. Wo muss ich hin? Mit der Schlüsselkarte. Heben Sie die Verriegelung im Maschinenkontrollraum auf. Also wieder zurücklaufen. Ja, wieder zurücklaufen. Okay. Die sind ja alle abgemurkst worden hier. Das hat ja überhaupt keine Gnade gehabt. Scheiße, es kommt. Wo ist denn das? Das ist... Kann das überhaupt hier sein? Warte mal. Das ist hier in dem Raum. Oder? Nicht hier in dem Raum. Komm schon, komm schon. Lauf. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Hier. Okay, es ist hier. Es ist sicher hier, garantiert. Jetzt rechts. Oh Mann. Oh, es kommt wieder. Oh shit, das war knapp. Bitte funktionier. Komm schon. Danke. Sehr schön. Oh. Halt, halt, halt. Geh rein hier. Kommt das? Wo ist denn das? Okay, es ist vor uns. Okay, das ist gerade hier rechts, aber das Alien ist ja noch da. Solange es noch hier ist, kann ich nichts machen. Hat das uns gesehen? Nee, oh, ich dachte schon gerade. Ist das rausgegangen? Nee. Mann! Das haut aber auch nicht ab. Soll ich es verscheuchen mit einem Flammenwerfer? Geh wieder rein. Geh wieder raus da, komm.
Komm schon, komm schon. Hier müssen wir das, glaube ich, machen. Go, komm. Das sollte reichen. Ein Moment. Oh. Okay. Aktivieren Sie die Selbstzerstörung der Nostromo. Freien Fuß auf dem Schiff unterwegs. Ein unbekannter Organismus. Er ist aus Kane herausgekommen. Wir müssen seinen Leichnam mit anschießen. Ich habe keine Ahnung, wie Ash das Teil auf den medizinischen Scans überwiegen konnte. Es hätte sichtbar sein sollen. Aber egal. Er baut eine Art Aufspürgerät, damit wir es finden können. Und Brad und Parker basteln an etwas, mit dem die Luftschleuse locken können. Okay, rechts, links. Aber das hätte ja passieren dürfen. Für so etwas haben wir Quarantänebestimmungen. Ripley, Ende. Wo am besten lang? Ja. Okay, Komponenten eingesammelt. Bringt mir leider alles nichts. Ich brauche unbedingt Öl für den Flammenwerfer. Der ist gerade da. Okay, wartet mal kurz. Ich gehe hier raus und dann eigentlich nur noch rechts und geradeaus. Und dann kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Komm, dann machen wir das. Los, Ripley. Ich lauf doch nicht dadurch, wenn der gerade da ist. Das geht doch gar nicht. Ich riskiere es. Ich nehme den Flammenwerfer. Halt, gibt's noch einen anderen Weg? Ne, wir müssen da durch. Also klar, wir könnten zwar auch hier außen rum, aber das ist ja ein riesiger Umweg. Halt! Hau an! Nein, ich Depp! Es ist, glaube ich, gerade hochgegangen. Ich sollte nicht rennen. Stopp. Ich habe nur 25. Wo ist das? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay. Das ist hier irgendwo. Fast. Das reicht nicht. Nein. Scheiße. Das muss erstmal wieder verschwinden. Ich habe so keine Chance. Die Frage ist jetzt, ob das überhaupt aus dem Raum hier verschwindet. Scheiße. Hat sie keinen Schrank zum Verstecken? Ja, da hinten. Lauf, 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 lauf. Das haut nicht ab. Ja, geh raus. Geh raus, geh raus. Okay, jetzt. Ich lauf hier nicht normal. Ich bleib gekrochen. Nee, das ist mir zu gefährlich. Wo ist das? Oh.
Schon wieder mega erschreckt, ey. Das sollte reichen. Ah gut, wir sind hier. Hab auch noch ein bisschen Flammenwerfer-Munition, die sollte ich mir auf jeden Fall jetzt aufsparen. Ah gut, okay. Warte mal. Vielleicht finde ich hinten noch irgendwo Munition. Also Öl bräuchte ich noch. Nee, nicht wirklich, ne? Schade. Na gut, okay. Das Öl, den Flammenwerfer hebe ich mir für den Raum auf, wenn ich in den großen Raum drin bin, um es zu verscheuchen. Warte, wo ist denn das jetzt? Es entfernt sich. Gut. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Nur noch gerade außen links. Okay, komm. Komm schon. Lauf normal. Warte, irgendwo hier war Öl gewesen. Das will ich noch vorher holen. Komm schon, bitte. Hier. Aktivieren, los! Ja, los! Was geht ab? Wieso geht's nicht? Fast. Komm her, du Bastard! Das reicht, okay. Geh doch noch langsamer auf! Ah ne, hier ist die Stelle, wo das so runterhing, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aktivieren Sie die Selbstzerstörung der Nostromo. Okay. Wir müssen also bis zur Brücke vorne kommen. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Ja, warte, ich gucke nur, ob es da hinten noch was zu finden gibt, weil da hinten geht es noch lang. Vielleicht ist ja noch irgendwas Verstecktes. Ne, ich glaube, das Alien kommt noch hier runter. Ich glaube, die Munition, die wir noch haben hier. Okay, okay, links. Wieder links. Ganz sachte. Los, Ripley. Ja, wir schaffen das schon. Nein, wir sind falsch, wir müssen geradeaus. Weiter. Weiter. Oh mein Gott, wir schaffen das sogar. Okay, wo sind wir? Okay. Flammenwerferöl irgendwo? Nein. Ich glaube aber, das reicht noch, um das einmal zu verscheuchen. Was soll das denn? Okay. Halt. Hier rechts. Reiß dich zusammen. Rechts oder links? Wir müssen einfach da rein, okay. Zum Glück sind die Türen alle offen, ey. Müssen wir alle aktivieren. Was soll denn das sein? Muss ich da rein oder was?
Oh, das kenne ich noch. Ich hätte nicht rennen dürfen jetzt am Ende. Das kenne ich noch, das kenne ich noch. Komm, das schaffen wir. Komm schon. Ich hoffe, das kann jetzt nicht im Hintergrund kommen. Das wäre jetzt richtig scheiße. Ich kann nichts machen, nämlich. Okay. Nur noch eins. Das war's. Sag doch nicht, das war's. Es ist ja noch eins da. So. Achtung. Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Und jetzt? Dann kommen Sie im... Okay. Wohin? Wir alles zurück! 5 Minuten. Okay, ich schaffe das. Aufgrund einer stark detektierten Mission ist der Warrior-Officer im Moment dabei, Informationen. Kann das Alien jetzt kommen? Ja, das kann kommen. Okay. Oh, und ich schieße einfach blind. Ich höre nichts. Müssen wir lang? Ich höre nicht, wenn das kommt. Scheiße. Das ist unten. Wir müssen die Räume weiterlaufen. Wir können aber auch hier lang. Okay. Okay, warte, das ist oben. Jetzt kann ich rennen. Jetzt sollte ich auch rennen. Los! Lucky. Wo lang? Wir schaffen das. Halt, sind wir da? Hoch! Nicht mehr lang. Wo ist das? Kann das hier hochkommen? Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Der Counter zur Sprengung des Schiffs beträgt 2 Minuten. Los! Los. Wohin?
Ich glaube, wir haben es geschafft. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Wir sehen uns bald wieder, Amanda. Sei brav, ja?